Okay. Oh mein Gott, ich muss das genau treffen. Oh mein Gott. Jetzt haben wir es. Nice. Nice, nice, nice. So. Haben wir das. Dann müssten wir jetzt wieder 8 Stück haben. Jawohl. Hervorragend. Na, das ist doch nicht schlecht. Dann haben wir den Schrein jetzt auch. Dann haben wir den bei dem Schädel dann. Das heißt, das geht dann relativ easy peasy dann, dass wir so ein bisschen von A nach B bewegen. So. Jetzt bleibt halt immer noch die Frage von dieser roten Zitadelle. Wir können einfach zum Lila rennen. Da war auch noch ein Schrein. Und da ist ja auch das Akala-Institut dann. Da wird tatsächlich niemand sein. Aber wir sind zum Beispiel schon mal zumindest schon mal ein Stückchen weiter. So. Haben wir das. Ist irgendein Turm? Na gut. Ach ja, den Baum habe ich nicht platt gemacht. Aber ist mal zu wurscht. So, eigentlich wollte ich den Cut machen. Jetzt soll ich bloß noch zu dem Lilanen laufen. Und dann haben wir das. So, was hier auf der Karte verzeichnet, ja. Ah.
So, ich ärgere die nur. Und bin ganz schnell weg. Ich mache zwar echt viel Damage aktuell wegen der Ausrüstung, die ich trage. Ich müsste nur die Waffen ein bisschen effizienter gestalten. Das ist ein Gegner. Sicher. Hochland von Nord-Akala, der Ivarok. Ich habe jetzt keine Lust, den Platz zu machen. Müsste der Ding in seiner Pferdegott sein. Dann können wir den auch schnell aktivieren. Wir haben zwar bisher kein Pferd, wir haben nicht mein Pferd gezähmt dieses Mal, wenn ich ehrlich bin. Beim letzten Mal haben wir es, glaube ich, ein bisschen schneller gemacht. Aber irgendwie, ich habe dann auch mein Pferd so unglaublich selten benutzt. Das war irgendwie komisch, weiß auch nicht warum. So, was will er haben? Ich hätte so gern eine Fit-Rotte. Eine würde schon reichen. Irgendwer, eine Fit-Karotte. Bitteschön. Oh, danke. Da ist die Fit-Karotte. Yam-Köke. Köstlich! Zum Glück hatte ich einen dabei. War, glaube ich, auch die einzige Karotte. Hallo, Pferdegott. Hühaha, du warst das, oder? Du hast mir die Fettkarotte gegeben. Nach all der Zeit, die ich mit leerem Magen ausharren musste, hast du mich befreit. Mein Dank ist dir gewiss. Mein Name ist Marlon, ich bin der Gott der Pferde. Ich wollte für mein erstes Mal nach langer Zeit danken, doch ich bin noch immer hungrig. Ich frage mich, soll ich dich fressen? Ja, kleiner Spaß, du siehst mir nicht sehr lecker aus. Tja, aber eine Fitkarotte wäre fein. Zum Dank kann ich dir Wünsche erfüllen, zumindest wenn sie mit Pferden zu tun hat. Wünsche. Zum Beispiel kann ich Pferden ins Leben zurückholen oder ihre Fähigkeiten verbessern. Aber wenn du Kräfte nutzen willst, verlange ich als Gegenleistung etwas zu essen. Ja, diese Fitkarotte von eben, die war angemessen schmackhaft, aber ich sehe es, du hast noch leckere Sachen. Gib mir was dein Proviant und all deine Wünsche werden wahr, wie gesagt, wenn sie mit Pferden zu tun haben. Hä? Was schaust du mich so an? Es geht keineswegs nur darum, dass ich mir hier den Bauch vollschlage. Ich sage das nur, um zu helfen. Niemals sollst du es wagen, den Gott der Pferde auf leeren Magen zu fragen. Diese Weisheit wird schon seit Generationen weitergegeben. Wenn ich also ein Pferd ins Leben zurückholen oder stärken soll, musst du mir Proviant geben. So, welchen Wunsch kann ich dir erfüllen? Wiedersehen. Okay, Marlons Quelle ist schon als Ort markiert. Ich bin mir nicht sicher, war das... Das war, Oh, wie hieß das Lied? Das war nicht Eponas Wiegenlied? Weil das war Zeldas Wiegenlied, war das in Ocarina of Time. Wie hieß denn der Song von Epona? Damit konntest du nämlich dein Pferd nämlich rufen mit dem Lied. Und ich glaube auch, dass das gleiche Dingens die Musik von der Lon Lon Ranch war. Also ich glaube, es war die Musik auch von der Lon Lon Ranch. Long Long Ranch. Und die konntest du praktisch dann auch lernen, damit das Pferd zu dir rufen. Wie hieß denn das Lied? Es hieß nicht Eponas Wiegenlied, weil das war Zeldas Wiegenlied. Es war
Das Lied, mit dem du fast alles machen konntest, was mit dem Triforce so zu tun hatte. Ha. Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Jotio-Schrein. So. Ach komm, dann machen wir den auch noch. Was soll der Geiz? Und danach mache ich aber wirklich den Cut. So, wenn das Horn ist Elektro... Achso, jetzt war ich zu langsam. Wir sehen schon echt cool aus. Zugzwang. Okay. Okay, das ist ein Aufzug hier. Okay, wir haben hier Elektroden. Och nein. Ich bin einfach unfassbar gut. Ha. Wait, what? Toll. Sind die alle despawned verschwunden, weil die nach unten gekegelt sind? Hm. Der darf nicht raus. Der hier kann raus wahrscheinlich, weil der in der Mitte steht. Ach, so löst man das eigentlich. Ach so. Okay, verstehe. Jetzt weiß ich, wie man es eigentlich löst, das Thema. Na gut. Ich habe es ein bisschen anders gelöst. Ich habe die Kugel einfach gefangen beim Runterfallen. Hat offensichtlich auch funktioniert. So, Narnium-Bogen. Endlich wieder Bogen. Geil. Wir haben viel mehr Bögen. Wir haben fast keine mehr. Oder? Wie schaut's aus? Naja, okay, wir haben wieder 4 Bögen. Passt. So, wieder ein Segenslicht. Ich bin hellauf begeistert. So. Gut, haben wir das. Ach, na, aber zum Ackerl-Institut hochgehen bringt mir, glaube ich, nichts, ne? Also, wir können hier mal hochlaufen, aber es dürfte mir nichts bringen. Weil von niemand da ist. Okay, lass mich raten. Du bist ein Feind. Ich habe mich verirrt. Entschuldigung, ich habe gehört, in dieser Gegend gäbe es einen Stützpunkt der Jägerbande. Weißt du da mehr? Ich wusste es.
Wenn das stimmt, soll ich mich von diesem Ort fernhalten. Ich weiß, wo es. Zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hatte mich völlig verirrt. Weil ich ein Glück, jemand so nett ist wie dich zu treffen. Jetzt habe ich dich direkt. Jetzt habe ich direkt auch ein schönes Mitbringsel. Deinen Kopf. Ja, ich finde auch, es war ein schönes Mitbringsel, sein Kopf. Mann. Ich brauche viel bessere Waffen. Oh, sag mir, diesen Krog. Oh nein, das ist der Trottel wieder. Oh nee. Ich mach das nächste Mal. Ich hoffe, den Trottel jetzt echt keine Lust. So. Was haben wir hier? Letzte Warnung. Keine Nicht-Banditmittel hier gestattet. Bei Entdeckung sofortige Bestrafung. Warte mal, keine Nicht-Banditen-Mitglieder. Oh, die haben das Ackerl-Institut eingenommen, die Jägerbande. Für ein Institut, das von diesen miesen Schirke gebaut wurde, ist das gar nicht so übel. Sie sind selbst stolz, dass sie es so lange haben leer stehen lassen. Jetzt haben wir die Kontrolle hier und deshalb ist das hier jetzt auch der Ackerl-Stützpunkt der Jägerbande. Hm. Hier sind auch ein paar Teile und Materialien übrig, die könnten noch für irgendwas nützlich sein. Also schick sie am besten gleich zur Forschungsabteilung Versteck, unserem Hauptquartier. Also, wenn du gleich sagst, wir sind im Nordosten von Hyrule in der Ackerl-Region, unser Versteck liegt im Südwesten Hyrules, der Gerudo-Region. Also genau auf der anderen Seite der Karte. Ich könnte mir vorstellen, dass man da eine Weile schon unterwegs ist. Reiß dich gefälligst zusammen. Die Stützpunkte sollen die Forschungsstationen, Untergrundbars mit geheimen Infos und Vorräten versorgen. Alles, was irgendwie von Nutzen ist, kommt ins Versteck. Und zwar pronto. Oh, mein Fehler. Ich mache so schnell, wie ich kann. Okay, gut. Das ist mit dem Dingens gemeint gewesen. Also lustigerweise, ich habe das hier markiert. Das hier kann ich aber löschen. Weil damit war wirklich das Ende von da hinten gemeint, von Ackerl. Was zum... Wer ist da? Hm? Hey! Es ist Link! Link ist hier! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Oh mein fucking Gott. Wollt ihr mich eigentlich trollen, ihr elenden kleinen Pissmelken? Oh mein Gott, das tat weh. Habe ich noch was Normales zu futtern? Tatsächlich nicht, hä? Leuchten. Okay. Ach, komm, was soll's. Oh mein fucking Gott.
wusste nicht, dass der einen Zorro-Move drauf hat. Ich wusste nicht, dass der einen Move wie Zorro drauf hat. So, ich bin ganz schön geschwächt gerade. So. Gut, dann kriegen wir jetzt das nächste Teil von der Rüstung. So, was haben wir hier? Nix. Fackel, Waffentasche. Oh, eine Truhe. Teleport-Medaillon-Prototyp. Der Prototyp des von Robelo angefertigten Teleport-Medaillons ist aufgrund fehlender Daten nicht einsatzbereit. Okay, dann haben wir das wieder. Jägerbandenbuch lesen. Das Forschungsinstitut der Shieker konnte erobert werden. Wir haben unsere Stützpunkte auf der Karte verzeichnet. Das Institut liegt unweit eines Stalls sowie des Dorfes Taborasa, wo vermehrt Sono-Ruinen und Bauteile vom Himmel fallen. Hier ein Quell der neuesten Informationen. Dort ein Fund und wertvolle Materialien. Was will man mehr? Während Zelda weiterhin verschwunden zu sein scheint, häufen sich Berichte von Link, ihrem Häscher mit dem Schwert. Doch Links Schandtaten werden bald ihr Ende finden, dank der ausgeklügelten Bananenfallen des Tageslichttrupps. Peinlicherweise bin ich selbst bereits auf eines jener tödlichen, effizienten Technikwunderwerke reingefallen. Daher merke, beim Patrouillieren Finger weg von Bananen, die herrenlos auf der Straße liegen. Es lohnt sich nicht. Okay. So, das war das da hinten. Okay, dann haben wir... Ein Stützpunkt ist neben dem... Den hatte ich markiert, glaube ich, genau. Ein Stützpunkt ist neben den verlorenen Wäldern. Einer hier im Kolosseum und der andere ist irgendwo im Gerudo-Tal. Das hatte ich tatsächlich... schon markiert. Ah ja, wir kommen nicht nach oben ins Akala-Institut. Warum? Man weiß es nicht, aber... Ach so, warte mal. Moment, erst was anderes. Erstmal quatschen wir mit dem, dann ist der frei. Du bemerkst, ich werde deine Uniform anfertigen, ohne weiter zu murren. Du sag mal, du bist keiner von den Jäger, oder? Bist du gekommen, mich zu retten? Bestimmt, oder? Ja, das ist ja wunderbar. Endlich werde ich diesen Ort verlassen können. Mein Name ist Kurt. Ich habe geschickte Finger und, wenn ich das selbst mal so sagen darf, einen guten Modegeschmack. Und das hat diesen Jäger schon gereicht, um mich zu zwingen, hier ihre Sachen zu nähen. Ich habe allerdings nicht die geringste Lust, noch mehr dieser geschmacklosen Fetzen zu produzieren. Weißt du was? Diesen Jägeranzug schenke ich dir. Mach du mir, was du willst. Hauptsache, ich muss ihn nicht mehr sehen. Jägeranzug. Ein Anzug, wie ihn jedes Mitglied der Jägerbande trägt. Er verzichtet auf Panzerschutz, um dafür das Schleichen zu erleichtern. Er ist mir ganz gut gelungen, auch wenn der Stil furchtbar ist. Trägst das ganze Set, hält man dich noch für einen Jäger. Tja, bevor sie zurückkommen, sollte ich verschwinden. Keine Sorge, ich bin athletischer, als ich aussehe. Letztes Mal haben sie mich geschnappt, aber das passiert mir nicht nochmal. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder und danke, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Na, gerne doch. So, okay, das war so ein kleiner Hinweis. Wenn wir das ganze Ding ins der Jäger haben, dann gibt's was. Okay. Sag mal. Wie komme ich denn hoch? Puras Tagebuch lesen. Oh. Ich habe das Pura-Pad so ausgelegt, dass es mehrere für den Wiederaufbau nützliche Funktionen ausführen kann. Robelo hat sofort ein Prototyp gefertigt, den wir dann der Prinzessin für ihre Reisen durch Hyrule überlassen konnten. Prinzessin Zelda lernte schnell damit umzugehen und nahm mit großem Elan Bilder mit dem Fotomodul auf. Das Fotomodul war zwar in erster Linie für Forschungsaufgaben gedacht, ist im Alltag aber natürlich auch sehr nützlich. Wer weiß, vielleicht wird nach dem Wiederaufbau jeder mal ein eigenes Pura-Pad besitzen. Zwei Tagebuchbände sind versteckt. Für die beiden anderen sollte ich vielleicht Pfeile auf einer Landkarte schließen. Nachtrag, das mit dem Pfeilen hat nicht gut funktioniert, dafür der Boot nun ein kleines Loch. Dementsprechend werde ich ein Band im Spähposten lasten, wie der Pfeil es vorgegeben hat. Ein Boden, ein Loch im Boden? Was? Diese verrückte Wissenschaftlerin. Thank you.
Nice. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, okay. Uah. Das schaut alles sehr gut aus und hier ist auch nichts mehr wirklich. Okay, der Drache kommt aus dem Untergrund raus. So, da hinten ist der Schrottplatz. Gibt aber keinen Teleporter mehr, ne? Das Ackerl-Institut ist praktisch tot. Oh. Ha. So. Haben wir was im Schrottplatz hier? Hier einen Krogsamt haben wir hier. Das war einfach. Oh, du hast mich gefunden. Krogsamen. Tschüss. So, haben wir den Teil. Ja. Achso, ist Marlons Quelle. Ich dachte, hoch, was ist das denn? Die Lilane ist da unten. Okay. Ja, spannend. Also, wir haben immer noch nichts gefunden, was dieser komischen Zitadelle irgendwie ähnelt. Hm. Sehr, sehr komisch. Also wir haben einen zweiten Teil jetzt von dem Yika-Set und ich vermute mal, wenn wir dann bei, bei den verlorenen Welten und im Kolosseum hingehen, werden wir vermutlich dann den dritten Teil bekommen. So. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt hier nach Angelstädt, dann penne ich hier in diesem wunderschönen Bettchen mit einer Salzkur. So, Salzkur genießen. So, Steinsalz. Was, 5 Stücke Steinsalz wollen die haben? Holy crap. Das war mal ein Stück Steinsalz, nur jetzt sind es 5. So, dann entspannen wir uns mal. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle ist dann hier der Cut. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wir haben eigentlich nichts geschafft, außer dass wir viel wild durch die Gegend rumgelaufen sind. Wir haben vielleicht 2, 3 Nebenquests gemacht, ein paar Schreine etc., aber es ist nicht wirklich, dass wir unglaublich viel geschafft haben. Aber sei es wie sei, wir haben wieder volle Herzen. Und keiner zum Glück hat irgendwie hier, dass wir gerade im Super Saiyajin-Modus sind. Na egal. Das war es auf jeden Fall an dieser Stelle. Für YouTube ist der Cut. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.